Willkommen hier zu unserer F123 My Team Karriere mit Audi, dieses Mal in Aserbaidschan, und heute steht bereits der erste Sprint an. Doch vorweg, es gab einen Speicherfehler in meinem Video und deswegen, also im Videospiel gab es einen Speicherfehler und deswegen, ja, habe ich zwar das ganze Rennen gefahren, nur es wird diese, ja, werden nicht gezählt, die Punkte. Deswegen tut es mir leid, aber ich bin natürlich das Rennen komplett gefahren. 6.003 Meter, 2 DS-Zonen und ja, eine Strecke, die ich sagen kann, die eine meiner Lieblingsstadtkurse überhaupt ist. Hier in Aserbaidschan. Los geht's mit Audi. Ich male mir im Qualifying für den Sprint ehrlich gesagt nicht die größten Chancen aus, denn es wird mega schwierig werden. Gerade auf der langen Straight und es fehlt unnormal an Pace und auch aus den Kurven raus, da muss ich sagen, da fehlt es noch ein bisschen an Endspeed. Das merkt man auch hier direkt, 20. Platz, und ja, ich hoffe natürlich, dass wir Schadensbegrenzung machen können. So Top 10, so sage ich mal 12 bis 15, wäre schon super, wenn wir das schaffen würden, nur da habe ich natürlich leider nicht die größte Hoffnung. Mal gucken, jetzt geht's hier mal rein. Oh, leichter Banger hier. Ja, ich habe zwar ein okayes Setup gefunden, nur das ist halt echt sehr aggressiv bei manchen Kurven raus. Und da musst du euch echt unnormal aufpassen. Jetzt geht's hier in den Mittelsektor mit der engsten Stelle im Formel 1 Kalender. Einer meiner absoluten Lieblingsstellen eigentlich. Nur ich muss ehrlich gesagt während dem Rennen mehr mit meinem Auto kämpfen, als ich gegen, ja, die Konkurrenz kämpfe. Ja, es ist aktuell der 17. Platz. Naja, das ist eher semi-gut. Mal schauen, wo das noch hinführen kann. Wie schnell wir hier sind. 12. Platz, das wäre super. Also jetzt wieder 15, anbremsen, ein bisschen zu früh an der Bremse. Aber der Exit war okay, 15. Platz, wäre auch noch okay. Der Exit ist wichtig, oh, da berühre ich den Körper, das war gar nicht gut. Da verlieren wir wieder einen Platz. Und jetzt heißt es natürlich hier beten, dass wir da nicht noch 2, 3 Plätze verlieren, denn auf den Geraden ist unser Auto eine Totalkatastrophe. Jetzt geht's hier raus, ich habe wirklich alles versucht, noch mit einem Slip-Over-Steer aus der letzten Schikane da raus. Und ja, es ist der 16. Platz, glaube ich, könnte es werden. Ich glaube, das könnte reichen, ja, das reicht. 16. Platz. Es geht direkt in den Sprint rein, Leute, und ich freue mich extrem, denn der Start ist das Beste im Rennen. Los geht's hier. Ich habe mich für eine gelbe Variante entschieden, weil ich mir dachte, unser Auto frisst gefühlt eh die Reifen, also werden wir auf gelb gehen. Wir kommen hier gut weg vom Start. Und das sieht sehr toll aus. Das ist bereits der 12. Platz. Da gibt es zwar eine Verwarnung für Piastri, aber ich habe nicht mal eine Ahnung, wo Piastri hier war. Das ist auch gut. Hier gehen wir rein. Ganz, ganz eng rechts. Lassen wir genug Platz für Pierre Gasly. Da gehen wir im leichten Windschatten an Norrie vorbei. Und jetzt hängen wir uns in den Windschatten von Lance Stroll rein. Und das könnte was werden. Wer bremst später? Und das sind wir. Das ist der 9. Platz. Das ist einfach nur sensationell. Es war nur Konferenz. Und dann hätten wir einen Punkt sogar hier gemacht. Also, ja, dann mal schauen. Also, das kann noch was werden. Ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben. Aber der 9. Startplatz ist natürlich sensationell, Leute. Der 9. Startplatz ist einfach nur toll. Ich freue mich extrem. Das ist, ja, fast wie eine Pro-Position für unser Team. So, und wir sehen auch, dass Fernando Alonso jetzt nicht gerade, ja, da vorne wegziehen kann. Und auch Esteban Ocon ist natürlich eine andere Nummer, denn ja, Ocon ist vom Auto her schon mal ein Ticken langsamer wie Fernando. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir das eventuell dann noch holen. Also der eine Punkt ist nämlich wirklich die größte Motivation überhaupt. Natürlich, mehr Punkte sind immer gut, aber einen Punkt im Sprint holen, wenn man vom 16. Platz startet, das würde ich schon unnormal feiern. Also seid mal ehrlich, also das wäre schon das ja, Tüpfelchen, das Sahnehäufchen wäre das schon. Jetzt mal hier natürlich auch der ans Auto gewöhnen. Das ist natürlich auch alles ein bisschen schwieriger, weil ein bisschen mehr Sprit drin ist. Wir fahren zwar nur 6 Runden, trotzdem ist es echt, ja, natürlich auch wieder eine Umgewöhnungsphase. Und jetzt im Windschatten, da holen wir sogar auf der Geraden Ticken auf. Ein paar Tausendstel holen wir auf. Und Max Verstappen, ja, fährt da vorne weg. Immerhin nicht der Ferrari, die Überdominanz. Das ist dieses Jahr leider der Red Bull, die Überdominanz. Aber das war mir irgendwie klar, dass wir in der ersten Season da jetzt nicht die Weltsprünge machen würden. Aber trotzdem, mit einer guten Strategie im Rennen, denke ich mal, ist alles drin. Vielleicht kann man auch auf Safety Car, Red Flag, irgend sowas hoffen. Und dann wäre schon, ja, fast, ja, große Punkte wären dann schon drin. Wir sind an Esteban Ocon vorbei und sind jetzt hier, ja, auf dem 8. Platz unterwegs. Wir kommen nur Fernando Alonso einfach nicht nach. Der ist so unheimlich schnell. Also, das ist wirklich nicht schaffbar.
da fehlt uns auch noch einiges an Pace und da müssen wir leider auch noch ein bisschen warten, denn die Pace kommt natürlich jetzt nicht von heute auf morgen, da müssen wir noch ein bisschen Upgrades machen und ja, das sind unfassbar teure Upgrades, also ja, die Hinterreifen, da habe ich auch meine Probleme aus den Kurven raus. Ich muss das Handling natürlich noch ein bisschen besser verstehen, noch ein bisschen besseres Setup finden, denn ich komme manchmal mit einem zu harten Oversteer aus der Kurve raus und das ruiniert dann natürlich auf Dauer die Hinterreifen und da müssen wir echt gucken. Deswegen fahre ich jetzt auch immer mit härteren Mischungen und so, aber ja, da muss ich natürlich mein Fahrstil anpassen, dass wir da ein bisschen besser sind. Wir kommen Alonso einfach nicht mehr hinterher, sind fast 2 Sekunden. Gott sei Dank auch Lance Stroll kommt uns nicht stark hinterher, der sich aber immerhin dann Esteban Ocon geschnappt hat. Also trotzdem müssen wir da schauen. Ich glaube auch Stroll wird noch knapp werden zum Schluss. 1,5 Sekunden sind es zwar noch, aber wir haben auch noch eine ganze Runde. Und ja, das wird auf jeden Fall eine interessante Sache werden. Was denkt ihr, wie fühlt ihr euch aktuell mit euren vom Lance Game? Habt ihr auch diese Abnutzungsprobleme, gerade beim Reifen? Und ich glaube auch, dass wir nach diesen Rennen, also in Miami, ja, Getriebe schaut schon unnormal krass aus. Wir haben da schon über 60%, auch der Motor ist natürlich schon ein bisschen litiert, das hat mir auch schon gesagt im Training. Also wir werden vielleicht mal alles mit Strafen in Miami austauschen und dann mal gucken, wie weit es nach vorne gehen kann, wird, whatever. Und ja, es wird interessant werden. Vielleicht haben wir Glück und kommen in die Punkte, aber ich mache mir da jetzt doch nicht die größten Hoffnungen, denn es ist halt, ja, Miami, es ist eine lange, lange Straight mit 1,5 Kilometern Länge und Max Verstappen gewinnt das Ganze hier. Carlos Sainz auch mit seiner Strategie ein bisschen, ja, verkackt, so wie ich. Also ich glaube auch, dass wir das mit den roten Reifen easy fahren hätten können. Und ich glaube auch, dass wir eventuell mit dem roten Reifen Fernando Alonso, ja, bisschen gefährlicher werden hätten können. Trotzdem sind wir Drive of the Day, Leute, wir haben 8 Plätze aufgeholt. Und das überwiegend beim Start. Also die Starts sind echt so toll in dem Spiel. Und da kannst du, glaube ich, auch das meiste an Zeit und Platz und natürlich auch Boden gut machen. Ich bin sehr, sehr, sehr erfreut. Und ich würde sagen, es war ein tolles... Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung der Fahrer nach einem aufregenden Qualifying von gestern zu werfen. Max Verstappen ist gestern eine fantastische Runde gefahren und startet von der Pole. Vor Sergio Perez, der auf P2 steht. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir... Hamilton, Russell, Leclerc, Sainz, Fernando Alonso, der Wissenschaftler, Stroll, Norris, Ocon, Gasly, Oscar Piastri, Tsunoda, Albon, Hülkenberg, Bottas, Joe, Magnussen, Doohan, Sargent, Doohan. Gleich werden die 5 roten Lichter erlöschen und wir sind gespannt, wer heute triumphieren wird. So Leute, nun sind wir hier beim Start, 18 Runden, 35% Rennen und wir fahren natürlich am Schwierigkeit 88. Los geht's, wir kommen hier viel besser als Fernando Alonso weg und ich habe meine Chance ehrlich gesagt gesehen, als ich gesehen habe, dass Carlos Sainz mit den weißen Reifen startet. Das ist wieder mal der Ferrari Masterplan. Wir kommen noch hier gut rein in die Kurve, switchen hier fast Rad an Rad mit George Russell und das ist der 4. Platz. Also das könnte toll werden. Mal schauen, ob das Ganze mit den Reifen funktionieren wird. Ich habe so gerechnet, wir werden jetzt 7 bis 9 Runden mit den gelben fahren und dann mal gucken. Sollte Safety Code irgendwas kommen, könnten wir die Hoffnung auf Rot machen. Aber wenn nicht, werden wir auf die weißen Reifen wechseln, aber dann auch schon in der 8. Runde oder so. Also da wird auch nicht so viel drin sein. Und ja, ich sehe auch schon, wie die da vorne weg sind und wie da Russell Druck macht hinter mir. Der hat natürlich die viel, viel besseren Reifen aktuell noch und so ist es auch jetzt. Ende 1. Runde und ich denke mal, jetzt wird direkt die erste Überholmöglichkeit hier für Russell offen sein. Der wird uns da direkt angreifen, wenn die Zeit weggeht, sehen wir im Rückspiegel, wie nah er daran ist. Das wird sich noch nicht ausgehen. Gucken wir uns mal die Start-Replay an. Wir sind irgendwo da. Es ist mir alles ein bisschen zu hell, das Ganze. Aber trotzdem, wir sind da irgendwo. Ja, da sind wir kurz aufgeflimmert. Jetzt waren wir genau in der Mitte
fahren wir vor Fernando Alonso und überholen außen mal den ersten und den zweiten Ferrari, weil wir da einfach viel, viel besser und mehr Grip hatten. Das ist natürlich auch die Ideallinie. Dann gehen wir rein und holen uns auch noch George Russell. Also was für ein geiles, was für ein geiles Opening. Hier jetzt im Windschatten dann an Hamilton, der uns ein bisschen gerettet hat. Und da vorne geht es auch nicht so schnell zur Sache. Ich denke mal, dass Perez die härteren Reifen drauf hat. Dennoch Lewis Hamilton hängt ein bisschen hinten nach. Und der hat auch die gelben drauf. Und der hat die schnellste Rennrunde. Also ich glaube, da ist mehr Zeit drin in dem Mercedes, also in dem Red Bull vielleicht. Also das schaut mir schon so ein bisschen aus. Eins ist fix, wir kommen da vorne nicht nach, auch wenn wir vielleicht aktuell die besten Reifen am Feld haben, weil dann natürlich die roten jetzt in die Knie gehen und die gelben ja ein bisschen im Arbeitsfenster jetzt drin sind. Trotzdem denke ich mal, wir werden es schwierig haben, denn die Reifen sind alles andere als smooth und alles andere als schnell. Und gerade langsame Reifen auf einem eher langsamen Auto, glaube ich, könnte eher für Sorge sorgen. Vierter Platz ist trotzdem enorm. Ich werde den natürlich bärenstark verteidigen, aber wenn wir das jetzt schon ab der 5., 6., 7. Runde verteidigen müssen, ist das natürlich alles andere als optimal. Denn du verteidigst dann mehr, als du Rennen fahren kannst. Und das nervt mich halt ein bisschen. Wenn du so weit vorne startest oder so weit vorne bist, das ist halt das, was mich ein bisschen an den Sprints nervt, dass man das nicht mit reingenommen hat, dass die jetzt nicht mehr zu den, dass du nicht mehr die Startabstellung ist, denn ja, man könnte da so viel Cooles machen. Ich hätte im Sprint einen Punkt genommen, hätte aber im Rennen dann trotzdem von 18 starten müssen, was auch meine reelle Leistung entspricht. Und so muss ich mich da vorne mit Hamilton, Leclerc, Russell abfracken. Und hier kommt auch schon der besagte Leclerc. Da können wir aber nochmal kontern mit einem unfassbar späten Bremsmanöver. Rutschen wir da fast in Leclerc rein. Und jetzt drückt auch schon George Russell an. Ja, was Leclerc hier macht, weiß ich auch nicht. Das könnte unheimlich knapp. Das war sehr knapp mit der Mauer, denke ich mal, bei Leclerc. Und wir bleiben hier immerhin noch vierter Platz. Nur die Reifen, die sind echt unnormal krass. Also die sind schon richtig abgenutzt. Wir sind schon 6 Sekunden hinter Lewis Hamilton. Und natürlich macht es jedes Manöver, was wir hier machen müssen, jedes Verteidigungsmanöver, macht noch mehr, reißt noch mehr Vorsprung auf. Und ja, jetzt wird es natürlich interessant. Hinten dockert Stohan ein bisschen nach. Der hängt da ganz hinten im letzten Platz. Das ist natürlich dumm für unser Team. Trotzdem muss ich sagen, auch ich fühle mich davor nicht richtig wohl. Und ich habe schon so ein bisschen nach einem Zeichen gewartet. Nur das kommt einfach nicht. Wir müssen einfach durchziehen. 7. Runde ist viel zu früh. Denn ich glaube nicht, dass wir 11, 12 Runden mit den weißen Reifen durchhalten können. So, ach, guckt euch das mal an. Leclerc zieht davon. Da will ich Russell abdecken. Aber der schießt da auch vorbei. Und da bremse ich viel zu spät. Und da gehen wir fast in die Mauer rein. Da kommt es zur Berührung mit Charles Leclerc. Trotzdem, wow, war das hart. Die Kollision ist auf jeden Fall meine Schuld. Aber auch Leclerc, der fährt da immer so eng an die Mauer dran. Das ist ein Wahnsinn. Also der traut sich da ordentlich was. Und dann kommt wieder I'm Stupid. Also ja, 9 Sekunden ist Hamilton schon weg. Und jetzt heißt wirklich nur noch Drive to the Wife. Also mehr ist es wirklich nicht. Ich muss hier einfach verteidigen, was das Zeug hält. Wir kommen einfach nicht weg. Es ist einfach eine Odyssee. Wir kommen nicht weg, bekommen kein DRS. Müssen jede Start- und Zielgeraden fighten. Und ich habe schon einen kleinen Fanclub dahinter mir. Infolge von einem Riesenzug, der sich da gefühlt über 10 Autos fortgibt. Also ich glaube mal, mit so einer Pace wären wir aktuell so 12 bis 15. Platz. Die Pace ist wirklich unnormal langsam. Wir schaffen es zwar immer wieder ein bisschen auszuscheren gegen Leclerc, jetzt hier fast aus dem Sekundenfenster draußen, aber nur fast. Ja, doch, jetzt sind wir wieder draußen, das ist natürlich toll. Aber ich glaube, da bahnt sich ein Ausfall an. Es ist Charles Leclerc, der leider langsam wird. Ist natürlich gut für uns, denn wir verlieren dadurch ein bisschen Gap zu ihm. Also er verliert dadurch ein bisschen Gap und hat auch ein bisschen Russell aufgehalten. Nur bitte stell irgendwo ab, wo man auch... Come on, bitte Safety Car, bitte Safety Car, bitte Safety Car, bitte. Yes, Mann, Leute, es ist Safety Car. Und jetzt heißt es natürlich mal gucken, auf welche Strategien gehen wir. Weiß oder hoffen wir, dass sich das mit den Roten ausgeht? Und ich glaube, ich muss Risiko gehen. Wir werden auf die Roten gehen. Natürlich werden die Gelben jetzt am besten gewesen, nur ich kann auch vorher nicht hell sehen.
Und so gehen wir in die Box und holen uns die roten Reifen, gehen auf Full Attack und ja, das kann auf jeden Fall spannend werden. Jetzt aber mal die Boxenstopp nicht verkacken, Jungs. Wir müssen den schaffen. Purple 2,5 bis 2,5. Also ich denke mal, wir werden 2,5 stehen. Und da klemmt wieder der scheiß rechte Reifen. Das kann's nicht sein. Drei Rennen in Folge klemmt dieser verdammte rechte Reifen. Es fuckt mich schon so ab. Mann, das kann nicht sein, wirklich. Es ist einfach unnormal. Ja, Delta einhalten. Natürlich Delta einhalten. Hier steht Bernd. Aber ja, Lewis ist auf Gelb gegangen. Oder nein, das ist weitergefahren. Verstappen war drin, der ist auf Gelb gegangen. Und Hamilton auf die gleiche Strategie wie ich. Ich habe ganz lang gewartet. Und jetzt führen wir ein Überraschungsmanöver gegen Lewis Hamilton in die erste Kurve wagen. Da übernehmen wir aktuell den dritten Platz. Es wäre das Podium für unser Team, Leute. 15 Punkte. Und dann, ja, der eine vom Sprint, das wäre, wow. Das wäre eines der besten Wochenenden aller Zeiten. Nur ich traue dem Braten noch nicht ganz. Es sind 7 Runden, meine Reifen verlieren unnormal schnell an Grip. Und ich habe natürlich noch immer noch Bedenken, dass wir da von Hamilton irgendwie gecatcht werden. Denn die sind auf der Geraden um einiges schneller. Auch gut, dass sich Hamilton vor Rust geschoben hat. Somit haben wir immer ein kleines Polster. Auch wenn Alonso natürlich immer noch schneller ist wie wir, können wir trotzdem hoffen, dass Alonso ein bisschen in den Fight mit Leclerc gerät und mit Russell gerät und uns dann ein bisschen Gap Zeit lässt, mal zum Durchatmen. Denn das hatten wir das ganze Rennen nicht. Wir mussten permanent hier rackern, um jede Runde unseren Platz zu verteidigen. Und das wird jetzt nicht viel, viel besser werden, denn wir haben die roten Reifen. Hamilton hat die roten Reifen und wir haben natürlich das schwächere Auto. Jetzt heißt natürlich trotzdem nicht Trübsal blasen. Wir müssen einfach Gas geben. Wir müssen gucken, dass Hamilton hinter uns bleibt. Das sind 2 Zehntel hier gerade mal. Der Exit ist verdammt wichtig. Und wir sind schon aus dem DS-Fenster von Perez draußen. Perez hat auch by the way den ersten Platz an Max Verstappen verloren. Ist natürlich auch nicht gut für ihn. Aber trotzdem, es heißt natürlich wieder alles geben. Wir müssen einfach ja das Beste daraus machen und natürlich hoffen, dass vielleicht auch Hamilton in den Fight mit Alonso gerät oder so. Es ist heute viel Hoffen, aber es steht natürlich auch viel auf dem Spiel. Wir müssen einfach alles geben, um vielleicht unser erstes Podium im dritten Rennen zu sichern. Du, das sieht gar nicht gut aus. Erster Versuch, nicht mal noch DRS und Hamilton schießt da schon außen an uns fast vorbei, da konnten wir noch abdecken. 13. Runde, selbes Spiel, Hamilton immer noch hinter uns, diesmal 6 Zehntel Rückstand, das kann natürlich ein Game Changer sein. Ich habe mir auch wieder das ganze ES. Oh, da kommt der Wheelbang, das ist gar nicht gut. Ja, ist auch ein leichter gelber Flügel. Egal, jetzt mal schauen. Jetzt ist es an. 3 Zehntel, 2 Zehntel. Hat nicht mal noch das DS offen und schießt hier schon vorbei. Dann machen wir die Tür kurzzeitig mal zu. Aber ich kann nicht, ich darf ja gar nicht viel mehr da abdecken und da ist Hamilton durch. Das ist auch ja leider jegliche Chance auf meinen, ja, auf mein Podium. Da kann ich auch nicht mal kontern oder so. Es ist einfach krass, wie schnell Hamilton hier ist. Wir sind in der 7. Runde. Das hat fast ausgesehen, wenn ich ihn weggebeamt hätte. Nur er ist einfach schon 3 Sekunden weg und ich sehe ihn da ganz vorne nur noch wie eine Fata Morgana. 7 Zehntel jetzt auch nur noch Alonso hinter uns. Und das heißt jetzt natürlich auch noch einmal, alles geht mit dem letzten Sektor. Denn wenn ich das nicht schaffe, wird mich auch Fernando Alonso irgendwie catchen. Auf der Start- und Zielgeraden. Die ist wirklich ein Gamechanger. Leider nicht für mich, nur für die anderen Teams. Die werden mir hier immer wieder zu schnell. Die ziehen da einfach vorbei. Da komme ich einfach nicht dran. Wir sind in der 17. von 18 Runden. Trotzdem kann man sagen, auch der 5. Platz wäre einfach nur strong. Es ist ein tolles Rennen gewesen. Ein tolles Wochenende. Nur leider können wir die Punkte, egal ob es jetzt der 4., 5., 7. oder 8. Platz ist, die werden nicht gespeichert. Also wir gehen mit den 22 Punkten, die bleiben weiter, weil es einen Speicherfehler gab. Es ist schade und ich hasse es natürlich auch dafür. Da kann ich aber auch nichts machen. Also ich kann mich jetzt auch nicht aufregen oder so. Jetzt gucken wir uns nochmal die Replay an. Oh mein Gott, mit welchem fetten Quersteher hier Leclerc rauskommt. Das war schon unnormal hart. Da war er fast vorbei. Da konnten wir nochmal kontern mit einem viel zu späten Bremsmanöver. Ja, gehen wir hier rein. Und jetzt bin ich auf die nächste Szene gespannt. Ja, hier genau. Da ditcht fast Leclerc an die Mauer und da drückt er uns fast gegen die Mauer. Also das war natürlich gar nicht gut. Und jetzt hier dann das Manöver. Da war wieder Leclerc vorne. Ich wollte mich da zu früh im Windschatten einordnen. Wollte ich abdecken gegen Russell. Hilft alles nichts. Da müssen wir wieder reinscheren. Viel zu spät an der Bremse. Trotzdem muss ich sagen, huch,
immerhin nicht die Mauer berührt und vor allem keinen Schaden an mir oder an den Gegnern gemacht. Das ist schon okay, auch wenn ich natürlich trotzdem schuld war an diesem kompletten Chaos. Wir sind jetzt hier auf der letzten Geraden. Es ist eine halbe Sekunde Alonso hinter uns. Ich glaube, ich muss den Verstappen, ja, Classic Special Move auspacken, um meinen Platz zu verteidigen. Wir werden abwarten, auf welches Seite Alonso switchen wird. Und da werden wir ganz knapp danach genau so machen, dass wir, ja, so ein bisschen, moving under breaking auf die Art. Also, ist natürlich jetzt nicht schön, aber trotzdem. Hier in Aserbaidschan hat man nie ein einfaches Rennen und das Drama wartet hinter jeder Kurve. Aber sie haben es geschafft und einen brillanten Sieg eingefahren. Stefan, wie konnten Sie heute deiner Meinung nach so ein unglaubliches Resultat liefern? Der Fahrer stach eindeutig heraus mit reichlich Selbstvertrauen auf der Strecke. Ich denke, die Fähigkeit, selbst in hektischen Situationen im Rennen Ruhe zu bewahren, hat ihm ermöglicht, die Fehler der anderen Fahrer auszunutzen und mit Leichtigkeit die Spitze des Feldes zu erreichen. Während wir uns unterhalten, sind die Fahrer auf dem Weg zum Podest. Was für ein fantastischer Sieg für das Team von Red Bull. Sie haben heute eine außergewöhnliche Leistung gezeigt und ein wahnsinnig spannendes Rennen abgeliefert. Glückwunsch an das ganze Team. Also das Podium, ich freue mich sehr. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns hoffentlich morgen oder später. Wir nehmen hier den vierten Platz so mit, aber die Punkte sind leider verloren. Da kann ich leider auch nichts sagen. I'm sorry, wir sehen uns hoffentlich später nochmal. Oder auch gestern kam Breaking Point. Morgen sollte nochmal das nächste Mal mein Team kommen. In Miami werden wir dann vom letzten Platz starten müssen. Und in der Weltmeisterschaft sind wir ein sensationell vierter Platz. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns hoffentlich später morgen. Abonniert gerne den Channel, schaut gerne auf Social Media vorbei. Bis dahin und ciao.